Wir sind in Duisburg, ein schwimmendes Museum, der Oskar Huber Radschleppdampfer aus dem Jahr 2001. Ein paar technische Daten in Kürze. Länge 75 Meter, Breite 9 Meter, über die Radgästen hinaus 20,75 Meter, maximaler Tiefgang 1,55 Meter, Besatzung 15 Mann. Der Antrieb, zwei Dampfkessel, eine Dreizylinder-Dampfmaschine mit 1550 PS. Propeller? Ja, gab's keine. Das waren ja die Seiten. Zuerst fuhr dieses Schiff, dieser Schlepper, natürlich mit Kohle und ab 1955 mit Schwerlast.